Die Maskenpflicht im Unterricht entfällt am 7. März in Mecklenburg-Vorpommern. Bildungsministerin Simone Oldenburg will, dass die Masken im Unterricht fallen. Das solle den Kindern und Jugendlichen und auch dem Lehrpersonal den Alltag ein wenig leichter machen. Die Diskussion darüber ist müßig. Am Ende ist es auch nur ein Angebot, denn ein Maskenverbot gibt es genauso wenig wie eine Anwesenheitspflicht von Vorerkrankten oder anders vor Viren schutzbedürftigen Kindern. Wenn man aufsteht und den Platz verlässt, ist spätestens mit dem Betreten der Flure die Maske wieder verpflichtend zu tragen. Viele Eltern zeigten sich in den Medien einerseits besorgt aufgrund der hohen Inzidenzen, andererseits freuen sich viele für die Kinder.